In den Jahren meiner Experimente haben sich bei mir in der Werkstatt schon so einige USB-Kabel angesammelt. Und das auch in verschiedenen Konstellationen. Was mich aber besonders ärgert, sind die USB-Kabel, die nur zum Aufladen oder zur Stromversorgung der Geräte dienen. Da passiert jedes Mal hin und wieder, dass man zu einem falschen Kabel greift und sich dann über die Nichtfunktion des Mikrocontrollers wundert. Nun ist schon seit einiger Zeit auf dem Markt ein USB-Kabeltester, der jedenfalls teilweise aus dem Dilemma helfen kann. Und darüber will ich hier berichten. Das unscheinbare Produkt kommt aus China und wird wohl von verschiedenen Produzenten hergestellt. Ich habe da nun in meiner Werkstatt zwei Versionen. Eine Platine von Mechanik, etwas professioneller ausgeliefert, in einer kleinen Plastikschachtel und dann eine zweite Platine ohne das Ganze drumherum. Warum denn nun zwei Exemplare? Ja, weil die erste, professionellere, schon beim ersten Einschalten den Geist aufgegeben hat. Beim Einstecken des USB-Powerkabels gab es einen kleinen Blitz und die VCC-LED war durchgebrannt. Das Gerät hat nun weiter funktioniert, aber es konnte nun die VCC-Leitung nicht mehr anzeigen. Die zweite Platine hat sofort funktioniert und mir die entsprechenden Ergebnisse geliefert. Power erhält die Platine über eine Typ-C-Buchse. Gleich daneben findet man sozusagen als Grundbuchse eine Typ-A-Buchse. Dieser Typ ist wohl immer noch in den Laptops und PCs eingebaut. Und daneben gibt es dann wieder eine Typ-C-Buchse zum Testen. Auf der gegenüberliegenden Seite liegt eine Lightning-Buchse für Apple-Geräte sowie eine weitere Buchse für den Typ C. Und dann ganz rechts finden wir eine Micro-USB-Buchse. Was ich hier vermisse, ist eine Möglichkeit, ein Kabel mit einem USB 2.0 Mini-Stecker zu testen. Aber dafür werde ich mir wohl Adapter anschaffen müssen. Die kleine Platine ist einfach zu handhaben. In die Powerbuchse rechts kommt ein Type-C-Stecker, der mit einer USB-Spannungsquelle verbunden ist. Entweder ein PC, ein Laptop, ein Netzteil oder ähnliches. Das Beste wäre natürlich eine USB-Powerbank, die dann für Portabilität sorgen kann. Das zu testende Kabel wird in die Grundbuchse Typ A in der Mitte der Platine eingesteckt und danach mit der entsprechenden Buchse verbunden. Sollte solch eine passende Buchse nicht vorhanden sein, muss man mit einem entsprechenden Adapter arbeiten. Bei diesem Test handelt es sich schon um die Vorstellung des ersten Beispiels, ein Datenkabel mit einer C-Buchse. Alle vier LEDs leuchten, also alles okay. Nun wird ein Datenkabel Typ Micro getestet. Auch hier leuchten alle vier LEDs, also auch okay. Nun kommt ein Datenkabel Typ Mini. Da keine entsprechende Buchse vorhanden ist, benutze ich einen Adapter Mini auf Mikro. Und auch hier leuchten alle vier LEDs, also ist auch dieses Kabel okay.
Nun habe ich aber hier ein besonderes Kabel. Ein sogenanntes Doublehead-Kabel. Und da findet man an jedem Ende einen Stecker vom Typ C. Zum Test stecke ich hier nun das Kabel an die C-Buchse links in der oberen Reihe. Und das zweite Ende kommt auf die mittlere Buchse auf der Gegenseite. Nun sollen 5 LEDs aufleuchten, was sie auch machen. Also alles gut, auch dieses Kabel funktioniert. Weiter geht es mit dem nächsten USB-Sonderkabel. Wir haben ja noch eine Buchse ungetestet mit der Bezeichnung Lightning. Und dieser Eingang ist eine Sonderform der USB-Verbindung und wird für Apple-Geräte benutzt. Das entsprechende Kabel, das sieht dann so aus. Also habe ich hier das Kabel in die Typ A-Buchse gesteckt und dann den Gegenpart in die Lightning-Buchse. Nun leuchten auch hier 4 LEDs auf, was bedeutet, dass alles in Ordnung ist. Aber was passiert, wenn mal etwas anders läuft oder nicht in Ordnung ist? Dafür teste ich mal ein Ladekabel. Nun werden nur 2 LEDs leuchten, die die Spannungsversorgung anzeigen. Die Datenleitungen sind nicht belegt, werden also auch nicht angezeigt. Und dafür habe ich mir extra ein Datenkabel präpariert. Ich stecke das Kabel nun an. Es leuchten 4 LEDs auf. Nun schneide ich in der Reihenfolge folgende Kabel durch. Grün, weiß, rot, und schwarz. Bei jedem Schnitt wird dann eine LED ausgehen und zum Schluss sind alle LEDs aus. Das heißt, das Kabel ist defekt. Wer mich kennt, weiß, dass auch immer wieder mal mein 3D-Drucker zum Einsatz kommt und etwas zum Video beiträgt. Hier ist nun ein kleines Gehäuse für die Testplatine. Dadurch wird sie etwas geschützt und lässt sich auch besser wegräumen. Gefunden habe ich die Vorlage bei Thingiverse und dann auch gleich ausgedruckt. Allerdings war das Gehäuse sehr eng ausgefallen und ich hätte da wohl mit einiger Feil- und Schleifarbeit die Platine untergebracht. Schneller ging es dann mit einer Änderung am Slicer. Ich habe die Größe auf 1,2% geändert und danach hat alles gepasst. Es kann sein, dass 1,1% auch gereicht hätte, aber ich bin ganz zufrieden mit meinem Ergebnis. Schnell sind Gehäuse und Platine zusammengebaut. Die Platine kann man mit einem zweiseitigen Klebeband befestigen und den Deckel mit ein paar Tropfen Sekundenkleber festkleben. Nun noch die Stromversorgung einstecken und man kann das praktische Tool benutzen. Vielen Dank, dass Sie bis zum Ende durchgehalten haben. Der DT3 USB-Kabeltester ist schon ein brauchbares Gerät und vor allem nicht sehr kostspielig. Was ich aber bemängele, ist die nicht zufriedenstellende Qualität der China-Ware. Von 3 getesteten DT3-Platinen war nur eine brauchbar. 2 hatten Fehler oder waren defekt. Da sollte man aber nun aufpassen, wo man einkaufen will und dass ein kostenloser Umtausch oder eine Reparatur angeboten wird. Nun reicht es aber. Und ich sage Tschüss und Salü aus dem Saarland.